Als nächstes haben wir hier so einen breiten, komischen Kasten. Kasten, ja. Und da hinten haben wir noch einen Zettel. Entschuldigung. 2 von 7. Oh, 2 von 7. 8. Mai. Macalister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelementraum. Die Hindus nennen es Aeta. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und für die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung. Das Reich von Ishtar, noch viel bedeutender, ist die ständige Präsenz des Sechsecksymbols. Das hier ist also, wie es die Tibeter nennen, der Nullelementraum. Hindus Aeta und Babylonier oben. Und wir haben, wie gesagt, das Symbol schon öfter gesehen. Und ein Bekannter hat das Ganze aus Ägypten anscheinend mitgebracht. Das gleiche Symbol ist in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Ach so. Habe ich aber persönlich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel so jetzt auf die reale Welt so Bezug nimmt, dass das wirklich überall so ein Zeichen ist, was man kennen sollte. Wer würde da noch behaupten, all das sei törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Distal? Keine Ahnung. In den Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst die Zahl der Skeptiker um 1 gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. McAllister, ich bin so dumm. McAllister, alles klar. So, jetzt können wir hier. Nein, nicht hier unten. Jetzt können wir hier oben einen Knopf schieben. Und können die Balls hier in die richtige Position rücken. Ui. Das ist gar nicht so einfach. Mit dem iPad würde man jetzt hier die Bewegungssteuerung benutzen. Und das iPad hin und her schwenken geht hier aber am PC natürlich schlecht, wenn ich hier den Monitor rumschwenke. Und mit der Maus ist das ganz schön fummelig. Na komm. Los. Dankeschön. Es öffnet sich ein Feld. Und das Null-Element-Symbol. Und genau das müssen wir jetzt zusammenbauen, indem wir unseren Blickwinkel so drehen, dass es sich hier darstellt. Und da haben wir es. Und es kommt zum Vorschein ein Schlüsselloch, wo wir noch keinen Schlüssel für haben. Gut, okay. Weiß ich gerade selber nicht so genau, wie es weitergeht. Ja. Ah, doch, hier können wir noch was machen. Und zwar haben wir unten rechts hier das Symbol, diese Springbrunnen nenne ich es jetzt einfach mal. Das können wir hier eingeben. Unten rechts Springbrunnen. Alles klar. Dann würde ich das andere hier. Schnecke mit Kirsche. Kirchensymbol, Kreuz, Dingens. Genau das. Und dann gab es hier oben noch eins. Der Kreis mit Punkten oben und unten. Genau. Und wo war das letzte? Das war, glaube ich, hier drin. Dieses komische. Keine Ahnung. Ich kann es mir auf jeden Fall merken, was es ist. War es nicht das? Nee, das hier war es. Okay, so viel zum Thema, ich kann es mir merken. So, und das ist ein massiver, sehr massiver Schlüssel. Im
Hintergrund geht jemand über den Flur gerade. Im Spiel. So, diesen... Ah, das ist echt ein massiver Schlüssel. Den drehen wir mal. Und es geht eine kleine Schublade auf. Darin verborgen ein weiterer Kastenschlüssel. So, machen wir da hier schön zu. Den können wir mit Sicherheit hier reinstecken. Jawollo. Und wir erhalten einen lackierten Messingstern. Und das Schlüsselloch wird zu einem Mega-Schlüsselloch. Alles klar. Wo konnte ich den nochmal einsetzen? Ah, hier oben. Tada! Eine neue Notiz. 3 von 7. 21. Juni. Merke dir dieses Datum. 21. Juni. Alles klar. Es ist das Wix... Entschuldigung. Alles gut. Ganz ruhig. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Von meinen Studien ermüdet, brachte ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus anzuschalten. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, war es geschafft. Das Nullelement ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen. Insbesondere bei seiner Berechnung des Lichts. Ne, Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Ja, lass es dir schmecken und vergesst nicht dieses Datum, denn das ist Wix. Ne? Wixisch. Ganz klar. Hier haben wir ein paar Figürchen und ich sehe da hinten schon, dass da was ist, aber wir kommen da nicht ran. Geht nicht. Hier haben wir einen Messingring mit Markierung an der Seite. Und hier haben wir noch ein Knöpfchen, den wir drehen können. Der wird später noch wichtig sein. Aber erstmal den Messingring einsetzen hier. Jetzt sehen wir hier schon einen kleinen Tipp. 1, 2. Das bedeutet 1, 2. Oh, nein, falsch. 1, 2, 3, 4. Ah, falsch. 1, 2, 3, 4. Jetzt aber. Mensch. So. Beim iPad normalerweise gehen diese Teile wieder zurück, wenn man sie loslässt. Und man muss die mit 2 Fingern gleichzeitig hochschieben. Das wäre das Rätsel gewesen. Obwohl. Was ist denn das jetzt für ein Rätsel? Warte mal, stand da nicht so ein Datum, was ich niemals vergessen dürfte? 21. Juni. Geben wir doch mal die 21 ein. Was auch immer ich gerade eingegeben habe, aber es war richtig. Alles klar, ein großer Messingschlüssel, der hier mit Sicherheit reinpasst. Noch nicht. Deswegen verdrehen wir den jetzt so, dass er passt. Nö, ja, genau so. Zack. Eine andere Tür hat sich jetzt... Ne, das ist die gleiche Tür, aber mit mehr Raum. Wir sehen hier den Innenmechanismus. Eine kreisförmige Platte mit Sternsymbol. Oh, ich wollte mir das noch angucken. Das Teil können wir in diese Aussparung stecken. Und das zweite Siegel öffnet sich. So. Jetzt haben wir hier... Sieht aus wie so eine Uhr. Okay.
Hier haben wir noch so ein Zeichen, was später noch wichtig sein wird. Da ist noch eins. Und hier drehen sich schon ein paar Sachen. Okay. Ah, guck mal einer an. Und das sind die Symbole, von denen ich geredet habe, dass sie später noch wichtig werden. Hier ist noch eine Aussparung. Okay. So, und was ist jetzt hier der Trick? Verrate ich euch. Und zwar, diese Teile, die drehen sich immer in diese Richtung, wie auch die gerichtet sind. Das bedeutet, das Viereck muss oben rechts die Einkerbung haben. Ne? Jetzt seht ihr, jetzt ist das hier oben rechts. Jetzt gucken wir nochmal hier unten. Moment, muss ich gucken, was wir brauchen. Und zwar brauchen wir oben links. Haben wir. Ist offen. So, das Dreieck muss unten links sein. Und das letzte ist hier. Das muss unten rechts sein. Und jetzt können wir das Kästchen auch öffnen. Mit einem großen Zahnrad und einem Gummiband. Aha. Und das können wir jetzt hier mit Sicherheit einsetzen. Ah, hier. Und bekommen einen Schraubenzieher. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, was auch immer. Wie man es denn nennen möchte. Ich persönlich sage immer Schraubenzieher, obwohl es ja, obwohl man ja keine Schrauben zieht, sondern eher dreht. So, ab mit der schönen Metallplatte. Juhl. Ein seltsamer Klappschlüssel, der in diese Aussparung kommt. Ja, ja. Ganz ruhig, ich will doch nur die Kamera drehen. So. Übrigens, diese Einblendung hier hinten kommt nur, wenn man vorher den Schlüssel einmal da versucht hat reinzustecken und es nicht funktioniert hat. Sonst ist die da nicht. Rein damit. Und was bekommen wir? Ein mittelgroßes Zahnrad. Welches wir an diese drei Stellen setzen können. Aber hier bringt es erstmal am meisten. Und gibt uns einfach noch ein Zahnrad. Alles klar. Welches wir direkt noch mit einsetzen können. Und wir können die mittelgroßen Zahnräder auch wieder abnehmen. Und können jetzt das Gummiband darum spannen. Bannen. Zack. Und jetzt dreht sich das kleine Rädchen, wo wir hier einfach mal drücken können und dann passiert Folgendes. Und wir bekommen ein mysteriöses, eine schmale Stahlröhre, die wir natürlich auch öffnen können. Eine Art kleiner Schlüssel und ein altes Foto. Ref 5 nach 6. Rückwärts 5 nach 6 und ein altes Foto. Naja. Guck mal. So, aber diesen Schlüssel müssen wir erst benutzen. Wo war das nochmal? Ich hab's gerade vergessen. Ach, hier. So. Das Zeichen und eine schimmernde Fläche bedeutet mal wieder ein kleines Guckrätsel. Nenne ich jetzt einfach mal. Und wir machen so und so. Da haben wir's.
und bekommen ein Schild.